Herzlich willkommen zu einem kurzen Videotest mit dem Xiaomi Mix 4. Ihr seht mich hier direkt über die Frontkamera unter dem Display und die Qualität ist so lala, also ist jetzt nicht wirklich beeindruckend, aber dennoch sichtbar besser als beim ZTE Axon 30. Und was man auch sagen muss, ist, dass hier stabilisiert wird, 1080p, 30 FPS. Also es ist durchaus annehmbar für Vlogs und allemal ausreichend für Videotelefonie. Die Sonne ist schon ziemlich tief und blendet stark. Schauen wir uns jetzt noch die Hauptkamera, Ultraweitwinkelkamera und Periskopkamera etwas genauer an. Starten wir gleich mit dem Samsung HMX-Sensor. Es ist ein 108-Megapixel-Sensor. Wir sind hier bei 4K und 60 FPS. Der Fokus arbeitet solide. Ich kann mich vorwärts bewegen. Insbesondere für schnelle Bewegungen einzufangen ist der Modus gut geeignet. Und man sieht hier, Stabilisierung und Qualität sind für die Preisklasse definitiv angemessen. Jetzt noch 4K und 30 FPS. Das ist wahrscheinlich die Auflösung, die meisten von euch wählen würden. Auch hier Fokus problemlos. Viele Details, schöne Qualität. Also da kann man absolut nicht meckern. Und was ziemlich cooles ist, dass ich hier jetzt zum Beispiel auf den Ultraweitwinkelsensor wechseln kann. Also auch hier ist 4K und 30 FPS möglich. Die Stabilisierung arbeitet auch hier in EES absolut zuverlässig und die Qualität ist für 13 Megapixel durchaus okay. Gehen wir wieder zurück zur Hauptkamera. Jetzt sind wir wieder in der Hauptkamera. Hier arbeitet zusätzlich natürlich auch noch der OIS. Und was wir auch machen können ist, wir können zoomen. Jetzt sind wir noch im Digitalzoom. Und ab 10-fach wechseln wir jetzt quasi in die Periskopkamera. Das ist ein ganz cooles Feature. Und da ging es dann wieder zurück. Also ab 5-fach findet quasi der Wechsel statt. Ab dann wird über die Periskopkamera gefilmt. Wir können es hier noch einmal. Schauen wir mal auf die Uhr. Jetzt sind wir in der Periskopkamera und auch die wird natürlich zuverlässig stabilisiert. Cooles Feature und bei 4K und 30 FPS in dem Fall auch entsprechend der Preisklasse überzeugend. Zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung über die Frontkamera. Und zwar die Hauptkamera eignet sich mit 4K 60 FPS und guter Stabilisierung definitiv für die ein oder andere Aufnahme. Ziemlich cool ist auch, dass man bei 4K 30 FPS einfach zwischen den Sensoren wechseln kann. Das heißt, man kann auch 4K Aufnahmen mit der 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera machen und 4K Aufnahmen mit dem 8 Megapixel Periskopsensor bzw. der Periskopkamera. Damit ist das Mix 4 definitiv gut für Videos geeignet und der Preisklasse entsprechend überzeugend. Das war es soweit von mir. Alles weitere lest ihr im ausführlichen Testbericht auf www.chinahandys.net. Macht's gut!